Quelle der Schuld. Wir haben über sieben Jahrzehnte haben wir gebraucht, um mit Russland wieder ein halbwegs vernünftiges Verhältnis aufzubauen nach dem Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges. Und was war dafür nicht alles nötig? Angefangen von dem Kniefall von Willy Brandt, über die Freundschaft Kohl-Gorbatschow, auch über die Entwicklung zwischen Putin und Schröder. Alles zu seiner Zeit schwer umstritten, gar keine Frage. Aber es hat dazu beigetragen, mit Russland wieder eine vernünftige Basis aufzubauen. Und das alles reißen wir jetzt innerhalb von wenigen Wochen, ich mag fast böse sagen, mit dem Hintern wieder ein. Ich habe das ja nicht nur irgendwo akademisch erlebt, sondern ich war 6 Jahre lang Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und habe in diese ganze Gegend zwischen San Francisco und Vladivostok praktisch erlebt. Und ich muss sagen, das, was der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl an diesem Wochenende gesagt hat, dass es schon ein Verhängnis ist, Russland aus den G8 rauszudrängen und wieder G7 zu machen, das ist eigentlich Ausdruck für das, was man in diesem Zusammenhang empfinden muss. Ich will auch an einem zweiten Punkt auf Helmut Kohl zu sprechen kommen, weil es einfach dazugehört. Nach der Wiedervereinigung, wenn Helmut Kohl aus Washington zurückkam, war sein ständiges Beklagen in der Bundestagsfraktion, dass er gesagt hat, in Washington kann ich die Kongressmitglieder nicht verstehen, die sagen, der Dritte Weltkrieg ist beendet und wir haben ihn gewonnen. Und er hat immer wieder beklagt, dass man mit einem so großen Volk wie dem russischen Volk so nicht umgehen kann. Und wir haben in den Jahren danach gesehen, dass die Vereinigten Staaten aus meiner Sicht der Dinge, und ich spreche für mich, irgendwie den Schalter rumgelegt haben. Wir wissen, dass wir die Entwicklung in Europa nur auch wegen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bekommen haben und letztlich auch die deutsche Wiedervereinigung. Und es gab auf dem euroasiatischen Kontinent Bemühungen des kasachischen Staatspräsidenten Nazarbayev, das Erfolgsrezept von uns auch auf den östlichen Teil des Kontinents zu übertragen. Und ich war bei den Vorbereitungsverhandlungen allemal in Almaty dabei. Und ich habe es nicht verstehen können, dass unsere amerikanischen Bündnispartner alles getan haben, solche Verhandlungsforen kaputt zu machen, erst gar nicht entstehen zu lassen. Und das war auch die Situation in Europa selbst. Die 90er Jahre sind davon bestimmt gewesen, dass die Vereinigten Staaten offensiv die bestehende Völkerrechtsordnung in Europa zerstört haben. Ja, wenn das kein Wunder ist, dann hat es mich aber trotzdem getroffen. Denn wir haben die Konflikte, die es ja zweifelsfrei auf dem euroasiatischen Kontinent gibt, wir haben sie durch Verhandlungsforen gelöst. Und wenn man einmal ein erfolgreiches Modell hat, um mit Schwierigkeiten fertig zu werden, ist es schon ein Verhängnis, wenn das bewusst unterlaufen und zerstört wird. Und derjenige, der es ganz offensiv gemacht hat, war der ehemalige amerikanische Außenminister Kissinger, der ausdrücklich gefordert hat, das bestehende Völkerrecht abzulösen zugunsten einer Völkerrechtsordnung, zugunsten der Vereinigten Staaten. Der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien hat in Europa das Völkerrecht zerstört, und zwar so nachhaltig, dass wir es bis heute nicht mehr haben revidieren können, was diese Entwicklung anbetrifft. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, das, was auf dem Maidanplatz in der Ukraine passiert ist, es hat es in der europäischen Geschichte eigentlich nie gegeben, dass eine frei gewählte Regierung, über die man rechten kann, wie über jede andere Regierung auch, durch einen Putsch mit unserer Hilfe beseitigt worden ist. Damit hat man die Tür des Verhängnisses aufgestoßen, und ich bin relativ gespannt, ob wir sie wieder schließen können. Und was das Gespanntsein anbetrifft, will ich Sie alle beruhigen. Ich bin mit Sicherheit in diesem Raum der Einzige, der einen Nuklearkrieg planungsmäßig geführt hat. Als Bundesminister der Verteidigung bei der letzten großen NATO-Übung im Kalten Krieg. Das war so verheerend, dass ich den lebenden Bundeskanzler Helmut Kohl gebeten habe, diese Übung mit der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen,
weil nichts mehr von uns übrig blieb. Und deswegen sage ich das hier so mit Nachdruck. Wir haben ein strategisches Interesse daran, mit den Vereinigten Staaten gut klarzukommen. Wir haben die Geschichte begriffen. Aber das bedeutet auch, dass die Vereinigten Staaten das Völkerrecht als eine der großen Signatarmächte, die es für dieses Völkerrecht gegeben hat, nicht bewusst zerstören dürfen, wie das laufend seit dieser Zeit passiert. Tatsächlich, es geht hier um geostrategische Interessen, das muss man ganz nüchtern betrachten, und zwar von mehreren Spielern, die hier sehr, sehr aggressive Agenda verfolgen. Die Amerikaner auf der einen Seite, die Russen verfolgen ihre Agenda, und die beiden stehen gegeneinander. Im Moment auf dem Schlachtfeld der Ukraine. Und bereits 1997 hat Brzezinski geschrieben, dass bis zum Jahr 2015 die Ukraine der NATO beitritt. Das ist also keine Überraschung der heutigen Zeit, sondern schon seit den 90er Jahren eine aktive Agenda, eine aktive Politik. Und deshalb sollten wir heute gar nicht so überrascht tun, was hier plötzlich in der Ukraine passiert. Dass plötzlich die ukrainische Bevölkerung sich wehrt, das ist von langer Hand schon ein Teil dieser Agenda. Alles andere wäre naiv anzunehmen. Ich werfe es beiden Seiten vor, diese Agenda zu spielen, ob die eine aggressiver ist als die andere Seite hingestellt. Aber ich möchte einfach, dass wir mehr europäische Sichtweise darauf bekommen und mehr, genau wie wir es heute auch schon gehört haben, unsere europäischen Interessen spielen, mit allen Partnern fair zusammenzuarbeiten, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und uns nicht instrumentalisieren lassen. Es ist ziemlich genau 100 Jahre her, dass wir den Wahnsinn des Ersten Weltkriegs erlebt haben. Und Helmut Schmidt, er hat vor wenigen Monaten gesagt, dass er keinen dritten Weltkrieg herbeireden will, aber mit jedem Tag, der verstreicht, wir einer Gefahr, wie wir sie 1914 haben, wieder näher kommen. 1913 konnte sich niemand vorstellen, dass es nochmal einen großen Krieg in Europa geben könnte, und ein Jahr später brannte die Welt. Wir stehen an einer Situation, die wir alle, wie wir hier sitzen, uns vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Dass wir wieder unsere Mündungsöffnungen Richtung Moskau ausrichten, dass wir unsere Kinder wieder gegen Moskau in Szene setzen, dass die Medien wieder heiß machen gegen Moskau, ob berechtigt oder unberechtigt, sei dahingestellt. Aber wir sind in einer Situation, die für unsere Wirtschaft höchst gefährlich sind. Wir sehen jetzt schon Rückgang in den Daten, aber für unsere Gesellschaft, für unseren Frieden von höchster Brisanz sind. Also ich bedauere es außerordentlich, dass wir uns das jetzt kennenlernen, denn man braucht auch im Land Leute, die Themen nach vorne bringen. Das ist gar keine Frage. Und das verkrustete Berlin gehört schon längst aufgebrochen. Also gerade in diesen Fragestellungen. Und ich sage das mal vor dem Hintergrund der Entwicklung. Es ist doch nicht so, als würden wir nicht voller Sympathie auf Washington blicken und hoffen, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Das ist doch gar keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir seit Jahren eine amerikanische Politik, und die wird natürlich auch von dem britischen Pudel mitgemacht, dass wir eine amerikanische Politik sehen, die sagt an die Adresse Moskaus, entweder Ausplünderung und Unterwerfung oder wir drängen euch aus Europa raus. Und das ist auch die ganze Entwicklung, die wir seit dem verhängnisvollen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gesehen haben. Das, was wir seit Jahren erleben, bedeutet doch für uns nichts anderes, als dass es eine konsequente amerikanische Politik gibt, die ich ernst nehmen muss, weil sie auch offizieller Natur ist. Wenn das amerikanische Außenministerium durch seine Spitzen erklärt, wie es sich Europa vorstellt, und das war im Jahr 2000, dann kann ich doch nur sagen, dann nehme ich das ernst, was sie sagen, wenn sie darauf aufmerksam machen, dass es im amerikanischen Interesse liegt, eine Linie zu ziehen von den baltischen Staaten über die Ukraine bis ins türkische Diyarbakir. Alles das, was westlich dieser Linie ist, so die amerikanische Sicht der Dinge, gehört uns, also uns Washingtonern. Und östlich davon kann sein, wer will, da mag es die Russische Föderation geben, interessiert uns nicht, das ist dann aus Europa rausgedrängt. Das kann nicht im nationalen deutschen Interesse sein. Die Russen sind unsere Nachbarn. Und ich bin oft genug unter vier Augen mit Helmut Schmidt zusammengekommen, um diese Frage mit ihm zu diskutieren. Unter dem Gesichtspunkt, wie gehen wir mit unserem Nachbarn um? Ich muss doch Verständnis dafür haben, dass die auch für uns Nachbarn sein wollen. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer tragischen Geschichte, die wir auf dem Kontinent gehabt haben. Und die ganze Entwicklung seither geht in diese Richtung. Warum drängen wir Russland aus Europa raus?
im Jahr 2006 auf dem NATO-Gipfel, ich glaube es war in Riga, sollte Georgien und die Ukraine aufgenommen werden. Es war im dramatischen deutschen Interesse, dass das nicht passierte, weil wir einen ungehinderten Zugang von uns zur Russischen Föderation haben wollen. Und da ändert sich auch nichts drüber und da ändert sich auch nichts dran. Wenn wir einen durchgehenden Gürtel bekommen von den baltischen Staaten, die die Klappe ja regelmäßig breit aufreißen in Richtung Moskau, einen durchgehenden Gürtel bekommen von den baltischen Staaten über Warschau, die ja in hohem Maße russlandfreundlich sind, über die Ukraine, dann bis zum Schwarzen Meer, dann ist hier Schluss. Dann brauchen wir uns über Nachbarn, die Russen heißen, keine Gedanken zu machen. Und ich sage das deshalb so deutlich, weil wir davon ausgehen können, dass diese Dinge natürlich auch in Berlin substanziell behandelt werden. Wir sind darauf angewiesen, mit den Amerikanern bestens klarzukommen. Aber wir sind auch darauf angewiesen, mit den Russen nicht schon wieder Krieg führen zu müssen. Und jeder weiß, vor den Olympischen Winterspielen gab es keine Situation in Europa, die eine Diskussion über den Krieg auch nur denkbar gemacht hätte. Das, was dann auf dem Maidanplatz passierte in Kiew, hat uns den Krieg zurückgebracht. Und die Vereinigten Staaten haben durch die Zerstörung des Völkerrechts einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Wir in Europa, wir sind nicht in einer monopolaren Situation. Wir sind noch nicht mal multipolar. Wir sind darauf angewiesen, um Kriege zu verhindern, dass es bei uns Restbestände des Völkerrechts gibt und die auch angewendet werden können. Und dann haben wir einen Anspruch unserem wichtigsten Bündnispartner gegenüber, dass er uns unsere Lebensgrundlagen in Europa nicht zerstört. Amerika zündelt, ob aus gutem oder schlechtem Interesse sei dahingestellt, momentan in unserem eigenen Wald. Wir sind in der Situation, dass wir nach 7 Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder wir diskutieren es hier ernsthaft, vor einer möglichen militärischen Auseinandersetzung zweier Atommächte in unserem Vorgarten sprechen, dass wir unsere Kinder, die unsere Frauen unter Schmerzen auf die Welt gebracht haben, wieder militärisch gegen Moskau in Stellung bringen, dass wir möglicherweise einen vernichtenden, wir haben es vorhin von Willi Wimmer gehört, Krieg, wieder auf europäischem Boden vor unserer Haustür mit all den Basen hier vor Ort, wäre von Deutschland nicht mehr viel übrig, überhaupt nur in Erwägung ziehen und es ernsthaft heute hier diskutieren, das ist für mich die größte Überraschung im negativen Sinne und ein Skandal, den ich mir vorstellen konnte. Und wir müssen alles, aber alles in unserer Macht Stehende tun, das zu verhindern, geostrategische Interessen hin oder her. Es geht um unseren Vorgarten, im Zweifel ist Amerika weit weg. Und wenn bei irgendeiner dieser militärischen, schwachsinnigen Operationen, bei irgendwelchen Spielereien im Luftraum oder zu See eine Rakete falsch fliegt und wir haben hier plötzlich eine Situation, aus der keiner mehr rauskommt, dann stehen wir vor der Vernichtung Deutschlands und Westeuropas und das nur wegen geostrategischen Spielereien, egal von wessen Seite, und das muss enden. Und hier muss eine Bundeskanzlerin Merkel dringend dieses deutsche Volk und dieses europäische Volk vor diesen möglichen Konsequenzen mit aller Macht schützen, auch wenn es irgendwo einen Rückzug und ein Zugeständnis am Ende erfordert. Die Interessenslage zweier großer Machtblöcke, der USA und Russlands, die hier aufeinanderprallen, was seit Jahren absehbar war, und es war seit Jahren absehbar, dass wir dazwischen stehen werden. Und es ging nie um die einfachen Menschen, es ging nie um die Freiheit der Ukrainer. Für die Menschen ja, für die Ukrainer natürlich. Aber weder für die amerikanischen Interessen noch für die russischen Interessen ging es je um die Menschen oder die Freiheit dieser Menschen, sondern immer nur um die eigenen Machtinteressen. Ja, und dabei geht es gar nicht mal so sehr um die Blöcke, um das anonyme Staaten, sondern um diese machtgeilen Menschen an der Spitze, die für Macht, für ihre geostrategischen Vorstellungen alles in Kauf nehmen, auch Millionen Tote, wenn es sein muss. So wie seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und jetzt stehen wir wieder an diesem Punkt.